Meine Lieben, die nächste Vorlesung aus unserer Kinderbibel mache ich mit DJ Foxy. Und zwar der erste Regenbogen. Weißt du, was Noah als erstes gemacht hat, nachdem er mit seiner Familie aus der Arche hinausgegangen war? Er hat Gott etwas geopfert, also geschenkt. Das siehst du unten auf dem Bild. Noah hat Gott die Tiere geopfert, um sich zu bedanken. Denn Gott hat seine Familie bei der Sintflut gerettet. Ob sich Gott wohl über das Geschenk gefreut hat? Ja, er hat Noah deswegen versprochen, dass er die Welt nie wieder durch eine Flut vernichtet. Na, dann ist ja gut. Kalitsche. Komm hoch zur Mama. Bald war der Boden wieder ganz trocken. Noah und seine Familie konnten ein neues Leben anfangen. Gott hat sie gesegnet und gesagt, ihr sollt viele Kinder haben, ihr sollt so viel werden, dass auf der ganzen Erde Menschen leben, die von Noah abstammen. Und das sind wir. Wenn die Leute später von der Sintflut hören würden, könnten sie natürlich Angst bekommen. Sie könnten denken, dass nochmal so eine Sintflut kommt. Deswegen hat Gott etwas gemacht, damit wir uns an sein Versprechen erinnern. Weißt du, was er als Erinnerung gemacht hat? Einen Regenbogen. Wenn es geregnet hat und dann die Sonne scheint, sieht man oft einen Regenbogen am Himmel. Ein Regenbogen hat viele schöne Farben. Alle Farben, die es gibt, ist in einem Regenbogen enthalten. Gott hat gesagt, ich verspreche, dass nie wieder alle Menschen und Tiere durch eine Sintflut vernichtet werden. Ich lasse in den Wolken einen Regenbogen erscheinen, und wenn der Regenbogen da ist, sehe ich ihn und erinnere mich an mein Versprechen. Woran solltest du denken, wenn du das nächste Mal einen Regenbogen siehst? Daran, dass Gott versprochen hat, die Welt nie wieder mit einer Sintflut zu vernichten. Na, dann ist ja gut.